Stell die Weichen hier mit Glas klar. Du bist besser für Männer, Lex, kein Eichel, du hast dein After. Du ADS-Boy, du denkst, du wärst ein Komiker. Andere haben Fans, aber der Eggy, der steht ohne da. Wir haben kein Fame, das find ich auch so dumm. Uns hat keiner auf den Zettel, außer Rams ist bei der Auslosung. Aber der Eggmax sammelt Friends bei Tinder und seine Mutter sammelt hässliche Kinder. Ich weiß es ganz genau, du bist krank wie Sau. Denn du hörst dich an, als hättest du einen Krampf im Bauch. Yo, ich bin der Boss und bin einfach musikalischer. Du hast ein großes Maul, du bist einfach Ultrigaria. Ich finde Annie angenehm, wenn ich mit dir so geht. Denn ich glaube, Eggmack ist schlimmer dran mit seinem Kick auf Krebs. Yo, ich bin hart wie Schweinsteiger, du alt wie der Schweinsteiger. Wenn ich auf dich draufkletter, bist du dann ne Eyeliner. Yeah. Eggman, ich rolle dich zu einer Kugel, denn ich bin Pac-Man. Vielleicht solltest du wegrennen, ich komme mit der Mac-10. Und einen heißen Topf, du bist weich gekocht und eingenockt. Jetzt hammert's in deinen Eierkopf. Komm, wir spielen ein Spiel, was würde passieren? Wärst du ein Eier? Stell dich an die Wand und wir werfen mit Stein. Du hast keine harte Schale, weil ich dich gay locker pelle. Eggmack, du bist kein Porno-King, du bist straight outer Henne. In diesem Monat ist der arme Norm Fan. Denn an Ostern versteckt der Hase seine Fan. Eggmack kriegt sein Fett weg von dem Rap, Hab mit Backpack, du weg, rappender Dreckflag. Ich check's nicht, du magst auf Fast Rap, aber Eggmack Crackhead findet nicht mal Freunde auf Snapchat. Kevin, jeder sagt, ich bin als Tanze wie mies. Ich komm auf jeden Fall nur weiter, weil der Rams es beschließt. Egal wie gay der Beat ist, ich flow drauf und jeder liebt es. Egal wie geil der Beat ist, du flowst drauf und keiner liebt es. Du fragst dich bestimmt, wie kann der Mace so weit kommen? Nein, der Rams ist es wie du, da lässt sich halt mal weich kochen. Sorry, wenn ich nerve, Fragen hab ich vieler. Wenn du vor dem Spiegel stehst, bist du dann ein Spiegelei? Eggman, ich rolle dich zu einer Kugel, denn ich bin Pac-Man. Vielleicht solltest du wegrennen, ich komme mit der Mac-10. Und einen heißen Topf, du bist weich gekocht und eingenockt. Jetzt hammert's in deinen Eierkopf. Komm, wir spielen ein Spiel, was würde passieren? Wärst du ein Ei-Ei-Ei? Stell dich an die Wand und wir werfen mit Stein. In meinen Augen ist Eggmack der volle Assi, denn er ist eine schlechte Kopie von diesem Battleboy Basti. Bei Ramses bin ich angeblich wirklich ein krasser Schleimer, aber du dagegen bist sogar bildlich ein Halsabschneider. Jahrgang 1984 und du gibst dich Jesus spastisch. Das ist wohl Bremerhaven Homo, denn er ist flach wie ein Backfisch. Cool, dass dein Kumpel im Video bekifft ist, aber warum gibt er dir die Bon nicht, ist der Eggo? Ich finde jeder war ein Auto, aber du stehst daneben drauf. Ist auf dem Bremerhaven, klar mal eben, geht es ins Amor. Und das gefällt den Giesler Andreas. Er nimmt den Mäul zu voll, bis der Kiefer dann sehr platt. Witze über die Mutter, Witze über die Schwester, Witze über die Fan, du bist ein innovativer. Eine Frage hab ich noch, denn wer die fragt, bleibt dumm. Wenn du einen Bassjump machst, ist das dann ein Eisprung. Hier ist Mayshem und deine Billigbucke wird gerappt. Jetzt mach lieber mal ein Ace-Test, denn du bist wirklich gay, ey. Du wirst hier rausgekickt, du tauge nix. Ich bin ne Frau, aber du hast nie ne Frau gefickt. Komm, wir spielen ein Spiel, was würde passieren? Wärst du vom Style her geil, dann wärst du der Mace und der Master. Und kein faules Ei, ei, ei.